Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen kurzen Tutorial in Excel, diesmal in VBA. Und zwar ging es hier um Folgendes, und zwar, ich habe hier jetzt ganz kurz eine Userform gebaut, die habe ich jetzt schon vorgebaut, weil ich wollte euch jetzt nicht das Ganze nochmal vorführen, weil es gibt schon ein Video davon. Das heißt, wie ihr die bauen könnt, ihr solltet das dann, oder könnt das danach schauen. Also im Wesentlichen geht es eigentlich hier nur um Folgendes, und zwar, wenn ich die mal ausführe, diese Userform, dann möchte ich quasi, dass sich hier automatisch was berechnet. Das war nämlich eine Frage, die mal in den Kommentaren gepostet wurde. Und das ist jetzt hier so hinterlegt. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Zahl eingeben, 2 zum Beispiel, und ihr seht direkt, dass sich hier automatisch schon die 2 berechnet. Und eben auch dieses zweite Feld, diese 0 jetzt hier entsprechend hier, der Wert automatisch in 0 eingeführt wird, weil eben noch kein Wert drin stand. Wenn ich jetzt hier sage, okay, einfach mal eine 4 eintrage, seht ihr auch, automatisch berechnet sich hier die 6, ja? Nehme ich die 4 wieder raus, bin ich wieder bei 2. Also, das berechnet sich jetzt so automatisch, auch diese 0,4 wohlgemerkt, weil es immer noch als 4 erkannt wird. Und ja, also es ist es im Wesentlichen diese Userform, dass eben diese automatische Berechnung stattfindet. Und verzeiht bitte, natürlich ist das jetzt nicht besonders schön, ja. Also ich habe weder den Titel hier umbenannt, noch habe ich die Boxen jetzt schön angeordnet. Also darum soll es jetzt hier auch nicht gehen. Ich gehe einfach mal raus und wir sind dann hier in meiner Userform drin, die ihr, wie gesagt, noch anpassen könnt, beliebig, wie ihr möchtet, hier entsprechende Sachen markieren, auch den Hintergrund ändern, wenn ihr entsprechend hier vielleicht irgendeinen schönen Wallpaper oder sowas haben möchtet, ja, keine Ahnung, könnt ihr es natürlich auch einstellen. So, im Wesentlichen geht es ja hier um den Code. Also wenn ich einen Doppelklick darauf mache, dann sehen wir hier, was ich hier genau gemacht habe. Im Wesentlichen habe ich hier meine Textboxen, meine 2, und ich habe hier das Change-Event. Das heißt, wenn immer sich diese Textboxen verändern, soll das eben ausgeführt werden. Und das ist ein Call auf ein anderes Sub in dem Fall, ja, die Summe. Gilt für beide hier, und alles, was ich hier unten mache, ist, ich schaue mir an, ob die, in dem Fall die Länge der Textbox, Punkt Text, also ich arbeite hier mit dem Text, ob das gleich 0 ist. Das heißt, im Wesentlichen teste ich hier mit diesem Befehl hier nur, steht in der Textbox ein Wert oder eben nicht. Weil wenn keiner drin steht, dann werde ich eben automatisch einen Wert von 0 einsetzen. Das tue ich hier. Ja, das habt ihr auch gesehen vorhin, damit ich eben, wenn ich das ausführe hier entsprechend, damit, wenn ich hier zum Beispiel eben 4 eintrage, dass hier automatisch dann eine 0 gesetzt wird, ja, weil sonst würde er 4 plus leer rechnen und das kann er eben nicht. Ja, also deswegen mache ich das hier, dass ich entsprechend eben teste quasi über die Length in dem Fall, ob da ein Wert drin steht. So, in dem Fall ist das nicht, wenn das nicht der Fall ist, dann setzt mir automatisch einen Nullwert rein. Ja, das mache ich. Das gilt für beide, also für Textbox 1 und Textbox 2. So. Und Textbox 3, die spreche ich einfach an dann in der Userform selber und konvertiere das Ganze noch in ein Integer. Das seht ihr über das cint hier entsprechend, Convert to Integer, entsprechend diese Werte beides in Integer aus meinen Textboxen und speichere das eben in Textbox 3. Ja? Und da ich entsprechend dieses Sub, ja, diese Sub-Summe hier immer aufrufe, wenn ich die Textbox 1 oder Textbox 2 verändere, dadurch erreiche ich dann quasi auch, dass diese Textbox 3, das ist in dem Fall diese hier bei mir, dass diese sich immer eben automatisch dann diesen Wert zieht, ja, oder die Summe entsprechend aus diesen beiden Zahlen. Ja, also das zur Erklärung von diesem Code, ist jetzt nicht sehr viel, genau, aber das ist es im Wesentlichen, und dieses Sub, das brauchen wir nicht. So, das ist aber im Wesentlichen der ganze Code dabei. Ja? Also, was ihr natürlich machen wollt, also das ist jetzt wirklich sehr rudimentär, das weiß ich. Das heißt, alle, die jetzt VBA-Experten hier draußen, die werden den Kopf schütteln oder was auch immer, ja, kann ich verstehen, weil ich mache auch hier keine irgendwelchen Checks. Ja? Also ich sollte hier zum Beispiel auch checken, was gibt denn der Nutzer da überhaupt ein. Ja? Also wenn der zum Beispiel hier einen Text eingibt, ich kann ja keinen Text aufsummieren. Ja? Also sowas sollte ich hier entsprechend auch testen vorher, ja? Ob das ein numerischer Wert ist. Das könnte ich für beide Textboxen hier auch noch mit einbauen. Aber im Wesentlichen geht es ja hier nur mal zu zeigen, wie kann ich sowas ganz plain and simple, also rudimentär machen. Das kann ich entsprechend eben, indem ich ein anderes Sub direkt aufrufe, jedes Mal, wenn ich diese Textboxen verändere. Und eben hier mache ich es noch so, dass ich entsprechend eben auch schaue, steht da ein Wert drin? Falls ja, dann nimm die Zahl. Falls nein, dann setz einen Wert von 0 rein, der dann eben für die mit der anderen Zahl aufsummiert wird, ja? Und das Ganze konvertiere ich hier, wie gesagt, noch in Integer. Ich hoffe, das hat geholfen. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bis zum nächsten Mal.